So, meine Freunde, willkommen zum ersten Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich schon sehr freue, sehr gefreut habe, was auch immer. Und was von vielen bewusst gehypt worden ist, denn bei diesem Spiel handelt es sich um den Nachfolger von Pokémon Mystery Dungeon. Tore der Unendlichkeit hieß, glaube ich, der Teil davor auf dem 3DS. Der war leider nicht ganz so gut wie die beiden Teile davor auf dem Game Boy Advance bzw. den DS. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel, ich bin guter Dinge, dass das super sein wird. Ich habe mich noch gar nicht dazu spoilern lassen in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was da losgeht. Ich weiß nur, dass es am Anfang ein paar Änderungen gibt bezüglich der Pokémon-Auswahl. Aber das soll für mich nicht von Belang sein, weil... wie soll ich sagen? Ich werde da nämlich trotzdem komplett blind reingehen und mich auf die alten Mechanics verlassen. Aber ich laber gar nicht so lang drumherum. Lasst uns einfach hiermit beginnen mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Endlich! Endlich habe ich dich gefunden. Ach, du bist wahrscheinlich dieses Licht, das da gerade zu mir spricht. Ich bin hier, um dich abzuholen. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Okay, ist die Pokémon-Welt wieder in Gefahr oder was ist los? Bitte berühre den Touchscreen und lass ihn vorerst nicht los. Okay, wahrscheinlich müssen die wieder meine Aura scannen. Ich spüre Energie. Nur noch ein bisschen. Es geht los. Auf in die Welt der Pokémon. Ist etwa Professor Eich, der mit mir spricht. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Was ist hier jetzt gerade passiert? Du hast den Pfad des Lichts erreicht, der unsere zwei Welten verbindet. Okay, ich glaube, ich werde den Finger jetzt mal wegnehmen. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie möglichst aufrichtig. Nur wenn du ehrlich bist, schaffen wir es, das Pokémon in dir zu wecken. Okay. Also Voraussetzung Nummer 1 ist natürlich, Leute, bei diesem Persönlichkeitstest, den es am Anfang von jedem Pokémon Mystery Dungeon gibt, du solltest schon, vor allen Dingen bei deinem ersten Playthrough, meiner Meinung nach, die Fragen ehrlich beantworten. In späteren Playthroughs, das hängt natürlich immer von der Frage ab oder von der Antwort, die du gibst, besser gesagt, welches Pokémon du am Ende sein wirst, aber ich bin der Meinung, beim ersten Mal spielen sollte es immer reiner Zufall sein, was du bist, weil, ja, so macht es am meisten Spaß. Das ist Mystery Dungeon, wie ich es kennengelernt habe. So, aber jetzt zur ersten Frage. Der erste Schultag. So viele neue Gesichter, was tust du, um neue Freundschaften zu knüpfen? Ich stelle mich sofort allen vor, ich warte, bis mich jemand anspricht. Ja, ich persönlich kann jetzt hier mal wieder die Situation nutzen, um über mich zu sprechen. Ich bin jemand, ich stelle mich sofort allen vor. Ich bin jemand, der auf andere zugeht und deswegen nehmen wir natürlich auch seine Möglichkeit Nummer 1. Oh nein, dein Geldbeutel ist weg. Wie reagierst du? Ruhe wahren, wo hatte ich ihn zuletzt? Panik, wo steckt das Ding nur? Definitiv Panik. Also wenn es um meinen Geldbeutel geht, da steckt es bei mir Alarmstufe rot. Ja, das heißt also direkt hier Panik. Das passt. So, die Bäckerei um die Ecke hat eine neue Sorte Gebäck ins Sortiment genommen. Was, echt? Sofort her damit. Nein, danke. Ich bleibe beim Altbewährten. Aber das ist so eine Frage, in der es ums neue Sachen geht. Ich bin eigentlich schon offen für Neues, muss ich gestehen. Ja, probieren wir einfach mal aus. Warum nicht? Wenn jemand es essen kann, warum sollte man da nicht von Gebrauch machen, sag ich mal? So, vor dir erhebt sich ein hoher Berg. Bis zum Gipfel ist es ein zweistündiger Fußmarsch. Auf geht's. Ohne Schweiß, kein Preis. Und dann wieder zurück, nicht mit mir. Okay, Leute, ihr wisst alle Bescheid. Ich glaube, Stammzuschauer von mir, die muss ich da gar nicht in irgendeiner Form drauf ansprechen, aber ich bin eine faule Socke. Ich bin ultra faul, was sowas angeht und ich würde sagen, und dann wieder zurück, das ist das, was definitiv eher zu mir passt als Abendfallmöglichkeit Nummer 1. So, endlich ist das Abendessen fertig. Ne, endlich, das Abendessen ist fertig. Du hast mächtigen Kohldampf. Was tust du? Ich warte ab, bis alle bei Tisch sind. Ich gönne mir heimlich ein Bissen. Ja, wisst ihr, ich bin ja auch eine Person, ne? Ich faste ja auch, ne? An Ramadan und so weiter. Und das ist bei uns Tradition. Wir warten natürlich oder wir fangen alle gemeinsam an. Und das ist halt so eine Gewohnheit, die ich auch sonst beibehalte, wisst ihr? Das mache ich halt nicht nur, wenn ich faste, sondern das ist generell bei uns so gang und gäbe. Und ich bin jemand, ich warte auf jeden Fall ab. Heimlich ein bisschen naschen. Nicht mit dem Regi-Bang, ja? Du hast einen Ausflug zum Strand. Der Anblick ist einfach atemberaubend. Und die sanfte Brise lädt zum Entspannen ein. Was hilft dir beim Abschalten? Oh, 4 Auswahlmöglichkeiten. Das Glitzern der blauen See, der grenzenlose blaue Himmel, das Wippen der Wellen am Sandstrand, vom Winde umwehte wilde Blumen am Cliff. Was hilft dir beim Abschalten? Ich würde sagen, einfach in den Himmel schauen oder ja, auf die See. Also ich würde sagen, 1 oder 2. Das Glitzern der blauen See ist schon cool.
Aber eigentlich ist der Himmel... Ich schaue gerne in den Himmel. Vor allen Dingen, wenn er richtig klar ist. Das ist wunderschön. Geschafft! Endlich Ferien! Welche Musik versetzt dich in Ferienlaune? Schwungvolle Marschmusik? Gottes Willen, nein. Klassik und dazu bitte ein Tässchen Tee. Wer meine Wi-Fi-Battles weiß, Mozart ist schon cool, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Wi-Fi-Battles nebenbei austrägt. Eine schallende Hymne, fetzige Rockmusik. Also in letzter Zeit bin ich richtig in Rocklaune, deswegen fetzige Rockmusik. Here we go! Was ist jetzt? Welche Eigenschaft gefällt dir an einem Freund besser? Cool, niedlich. An einem Freund? Ugh. Also, kommt drauf an. Ja, wobei eigentlich, na ja, cool natürlich, ne? Niedliche Freunde, Leute, bei mir müssen die Leute cool sein. Weil eigentlich ist es ja egal. Das ist eine ziemlich gemeine Frage. Ach, egal. Du bist ein furchtloser Hitzkopf. Manchmal wirst du jedoch schnell die Flinte ins Korn. Nein, ich nicht. Was? Vor allem weißt du aber, dass man auch mal eine neue Sache ausprobieren sollte. Wer wie du den Schalk im Nacken hat, erinnert ohne Frage an... Oh Gott, Turtwig oder so, irgend so ein faules Ding. Mamfaxo oder was? Froxy? Ja, ich bin Froxy, oh Gott, wie episch ist das denn? Ich bin Froxy, Leute. Ich bin Froxy, das ist ja mal mega cool. Das ist richtig cool. Aeroas, Blubberb und Heuler. Boah, das freut mich. Froxy ist episch, vor allen Dingen, wenn man den Anime zurzeit guckt, ne? Pokémon XYZ, Ash Greninja. Ich will dazu mal nichts sagen, aber mein lieber Scholli, der Typ, der weiß, was gute Pokémon sind. Und ich bin Froxy. Das freut mich gerade tierisch, das merkt man, glaube ich. Bist du mit diesem Pokémon zufrieden? Ja, das ist ein neues Feature, was jetzt dazugekommen ist mit Super Pokémon Mystery Dungeon. Denn man kann sich jetzt, wenn man mit der Auswahl des Pokémon nicht zufrieden ist, sagen, ne, ich bin nicht zufrieden, ich suche mir jetzt was anderes aus. Ist ganz cool, weil... Wenn man das Spiel jetzt zum Beispiel ein, zwei Mal gespielt hat, dann will man natürlich eventuell mal auf einen anderen Charakter hinaus, mit dem man das Spiel dann nochmal neu startet. Habe ich vor allen Dingen in den ersten beiden Teilen ultra gerne gemacht. Team Rot, Blau, da wollte ich zum Beispiel immer Macholo sein oder Tragosso und die wurde mal wirklich sehr selten, weil es gab da, glaube ich, vor allen Dingen bei Tragosso nur vier Fragen, die halt die Wahrscheinlichkeit auf Tragosso beeinflusst haben. Und da ist das natürlich ein ganz nettes Feature, aber so für den ersten Spielverlauf bin ich der Meinung, nee, ich bin mit Froxy absolut zufrieden, sowieso. Und ich hätte jetzt, selbst wenn ich ein, keine Ahnung, Endivi oder so gewesen wäre, wobei Endivi cool ist, hätte ich das nicht resettet. Aber ich bin mit der Auswahl natürlich zufrieden. So, wie lautet dein Name? Ja, easy. Regi natürlich. Das passt. Ist Regi richtig? Jo, Regi ist richtig. Und ich bin jetzt ein episches Froxy. Das freut mich. Schön. Und welches Pokémon ist deine treue Partnerin? Oh, weiblich sogar. Deine Partnerin? Weiblich? Meine Partnerin ist Pikachu. Vogelhieb, Elektroball, Strauchler. Strauchler? What? Okay. Ganz ehrlich, aber... Nee. Bei dem Partner suche ich mir etwas Neues aus. In der Regel konnte man sich nämlich immer aus einem gewissen Kreis dann was aussuchen. Je nachdem, was man als Frage genommen hat. Als Antwort, Verzeihung. Sind wir mit diesem Pokémon zufrieden? Nee. Also ich würde sagen... Meine treue Partnerin... Wir sind ein Wasser-Pokémon, ne? Das heißt, was würde uns ganz gut ergänzen? Wahrscheinlich ein Feuer-Pokémon. Ja, also... ich überlege gerade, welches Feuer-Pokémon nehmen wir uns denn? Guck mal, das heißt, die ganzen Wasser-Pokémon sind raus. Wir können uns aber auch Riolu nehmen. Riolu wäre natürlich so das Exotischere. Foxy Fring? Ne, eigentlich nicht. Chimchar ist eigentlich ganz cool. Okay, wobei... Ich muss gestehen, ich nehme Glumanda. Glumanda, schön Classic. Glumanda hat nämlich, falls es die Monsterräume, glaube ich, auch gibt, auch noch Zugang zu Hitzewelle. Und Hitzewelle ist halt in den Dungeons richtig stark. Und ich glaube wirklich, Glumanda ist eine ganz gute Alternative, wenn es vor allen Dingen darum geht, das Spiel zu schaffen. Partnerin, wo ist das Ding denn weiblich? Kann man das nicht männlich machen? Ich glaube nicht. Aber ich muss das Ding natürlich nach einem Bro von mir benennen, das ist klar. Er hat mich in seinem privaten Run, den er, glaube ich, vor, ja, längerer Zeit begonnen hat. Auch in dem Spiel hat er mich auch genannt. Das muss natürlich Buzzy sein. Ja, das ist aber Partnerin. Ach, egal. Wir nehmen jetzt einfach Buzzy. Ist Buzzy richtig? Yep, das ist Buzzy aka Patrick, mein Bro. Froxy und Glumanda, das ist ein cooles Team. Müssen wir diesen zwei Pokémon einverstanden? Yes. Dann lass uns jetzt aufbrechen. Auf dich wartet eine Welt voller Pokémon. Dein großes Abenteuer kann beginnen.
Alright, das ist richtig episch. Froxy, Leute. Das passt zu mir wie Faust aufs Auge, oder? Froxy? Regi? Ja, muss ich mich mal selber loben. Okay, Spielstand wurde gesaved. Alles Leben auf diesem Planeten, so erzählt man sich, entspringe einem einzigen Quell. Und welchem Quell? Die Sonne. Unsere Sonne, genauso wie die Sterne, die Luft, das Wasser und natürlich auch die Pokémon. Sie alle, so sagt man, gehen auf einen und denselben Ursprung zurück. Ja, Arceus, ist doch klar. Sieht ja schon mal verdammt edel aus. Hat das irgendwas mit dem All zu tun? Deoxys. What? Jirachi vielleicht? Hier ist ein Komet. Das ist Deoxys. Das ist Deoxys. Krass. Woher wusste ich das nur? Okay, Deoxys. Ist das etwa? Oh. Rayquaza? Ist es etwa jenes legendäre Pokémon? Das ist also Rayquaza. Ich habe schon viel von ihm gehört. Aber erblickt habe ich ihn nun zum ersten Mal. Er ist so furchteinflößend, wie alle sagen. Eines jedoch verstehe ich nicht. Das heißt, Rayquaza leben in der Zonschicht. Weshalb hat er sich wohl jenseits der Stratosphäre gewagt? Ich weiß es selber nicht. Irgendwas muss vorgefallen sein, dort unten auf diesem Planeten. Deoxys und Rayquaza, Kapitel 1. Die Bewohner dieser Welt und ihr unerwarteter Besucher. Okay. Jetzt geht also unser Abenteuer erst so richtig los. Punkt. Wo bin ich? Mir ist, als hätte mich jemand gerufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Was geht hier vor? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, der klassische Beginn eines Mystery Dungeons. Man wacht in der Welt der Pokémon auf und hat keine Ahnung, wie man hierher gekommen ist. Das ist Mystery Dungeon, Guys. Das ist auf jeden Fall Mystery Dungeon. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Aua, tut mir der Schädel weh. Nanu, wo ist denn bloß meine Erinnerung hin? Es ist alles weg. Jetzt war auch mein Name. Puh, zum Glück nicht. Wenigstens daran erinnere ich mich. Aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Warum nur? Habe ich vielleicht einen Durst? Hier muss es doch irgendwo Wasser geben. Ah, dort! Okay. Ja. Tut das gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wer hätte gedacht, dass Wasser so unglaublich gut schmecken kann? Und mein Puls ist zum Glück auch wieder im Normalbereich. Nanu, was spiegelt sich denn da im Wasser? Ein Froxy! Hä? Was ist das? Das kann doch gar nicht sein! Bin ich etwa allen Ernstes einem Pokémon geworden? Was? Wie? Und das, Leute, ist auch etwas, was Mystery Dungeon meiner Meinung nach ausmacht. Diese epischen Bildchen von geschockten Pokémon, lachenden Pokémon, weinenden Pokémon. Das ist das, was meiner Meinung nach Mystery Dungeon auch ausmacht. Was? Warum? Was machen Sachen? Lalun! Ding! Was ist das einmal? Was ist hier los? Warum greifen die mich an? Was soll das plötzlich? Also Megalons, die rasten ja komplett aus. Hilfe, so hilf mir noch jemand! Ah, dort drüben! Planas. Der spitzen Nase. Hä? Ist alles in Ordnung? Was hat dich denn so dermaßen in Aufregung versetzt? Das Pokémon hat gesprochen! Hä? Hab ich dir etwa einen Schrecken eingejagt? Oh, Planas ist geschockt. Oh, das tut mir leid. Ich heiße Planas. Keine Sorge, alles ist gut. Nun beruhig dich erstmal. Ach so. Jetzt, wo ich ein Froxy bin, verstehe ich wohl auch die Sprache der Pokémon. Nanu! Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Oh. Was soll das denn jetzt? Ich hab Angst! Ja, bloß weg mit Planas zusammen. Ja, Planas scheint jetzt unser Bro zu sein. Hä? Was ist das denn? Warum ist vor uns kein mysteriöser... Was, wenn das vor uns kein mysteriöser Dungeon ist? Boah, bin verwirrt. Lalun! Du meine Güte, Augen zu und durch, wir haben keine andere Wahl. Ja, dann ab in den Mystery Dungeon. Ist das der erste Dungeon? Der Einstiegspfad. Okay. Diese mysteriösen Dungeons machen ihren Armen aller Ehre.
Jedes Mal, wenn man sie betritt, ändert sich ihr Aussehen und man findet andere Items. Und die Pokémon sind total gereizt und greifen eine ohne jegliche Rücksicht an. Wenn du erstmal in so einem Dungeon bist, ist es schwer wieder rauszukommen. Du musst die Treppe finden, um dich vor einer Ebene zur nächsten vorzuarbeiten. Spüre also die Treppe auf und nimm dich dabei vor gegnerischen Pokémon in Acht. Ich gehe voraus, also folge mir und weiche nicht von meiner Seite. Okay, er geht voraus. Oh, das ist ein Paras. Da ist ein gegnerisches Pokémon! Anscheinend schläft es gerade. Wenn es aufwacht, greift es uns sicherlich an. Das kann übel ausgehen. Wir müssen Attacken einsetzen, um es zu besiegen. Überlass das fürs Erste ruhig mir und schau gut zu, wie ich das mache. Geblas Finte, Volltreffer, 81 AP, Rest in Peace, Boy. Das ging mal fix. Oh, schau noch eins. So, jetzt bist du an der Reihe. Und ich schau dir zu, dabei zu auf die Finger. Nähere dich bis auf einen Schritt an das gegnerische Pokémon an. Halte dann L gedrückt und wähle die Attacke aus, die du einsetzen möchtest. Okay. Halt jetzt L gedrückt. Was ist unser bester Angriff? Ich würde sagen, Aeros ist ganz cool. Oh, das reicht sogar. Ja, genau so, jetzt hast du den Dreh raus. Boah, da hat er aber echt gestrahlt. Ach, übrigens, falls du eine Attacke zu oft einsetzt, brauchst du alle ihre AP auf. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit A anzugreifen. Da Angriff mit A jedoch nur wenig Schaden anrichten, solltest du deine AP schonen. Okay, dann geht's für uns mal weiter. Durch den Einstiegspfad. Ey, cool, ein Item. Huh, da ist ja ein Item. Items am Boden kannst du aufsammeln, indem du dich über sie hinweg bewegst. Versuch's doch am besten gleich mal. Ja, geschafft. So, Abenteuerlevel. Du hast eine Sinelbeere, damit kannst du einige deiner KP regenerieren. Öffne das Menü, indem du X drückst und wähle unter Items eine Sinelbeere aus, um sie zu essen. Super, genauso. Okay, weiter geht's. Kriegen wir hin. Ah, das ist, hier, wie gesagt, die Treppe nach unten. Klasse, wir haben die Treppe gefunden. Treppen wie diese hier befördern dich in mysteriöse Dungeons von Ebene zu Ebene. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Okay. Also, jetzt gibt's mal ein paar Expertentipps von mir. Ich kann die sogar wegschieben. Das ist cool. Oben ist natürlich noch unsere Magensanzeige. Da müssen wir auch immer drauf achten. Ah, ich glaube, wenn man gegnerische Pokémon wegschiebt, dann geht das auf die Magensanzeige. Wenn man verbündete Partner wegschiebt. Oh, doch nicht. Oh, die Magensanzeige geht aber schnell leer. Okay. Ja, ich mache das immer schön mit R. Mit R kann man sich nämlich gezielt diagonal bewegen. Das geht eigentlich mit dem normalen Pad auch so. Aber mit R ist es halt nochmal genauer. Und vor allen Dingen später kommt es auf wirklich jeden Schritt an. Und wenn man diagonal geht, spart man sich halt ein paar Schritte. Das ist, glaube ich, so schon in Ordnung. So, als nächstes möchte ich mir gerne mal die Einstellung anschauen. Und zwar kann man da immer wieder ein bisschen ein paar coole Sachen herausfinden. Zum Beispiel das hier, Textfenster. Das ist auch immer ganz cool. Wir spielen Mystery Dungeon. Was passt zu Mystery Dungeon? Ah, das ist doch ganz cool. Lautstärke, Musik, Raster. Könnten wir anmachen, aber. Nee, wir lassen das mal aus. Tempo mache ich gerne auf schnell. Das geht halt ein bisschen zügiger voran. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal auf Standard. Automatische Heilung machen wir mal auf an. Zielausrichtung, okay. Karte oben. Moment, ich mache mal kurz Karte oben. Weil ich habe ja auch den unteren Bildschirm, das heißt, wir brauchen das eigentlich nicht. Ich glaube, die Änderungen können ruhig vorgenommen werden. Das Textprotokoll ist auch immer ziemlich wichtig, vor allen Dingen in bestimmten Dungeons ab und zu. Das ist auch nochmal so ein kleiner Insider-Tipp meinerseits. Und sonst brauchen wir eigentlich nichts. Dungeon-Status. Ja, das Wetter ist klar. Wettereffekte spielen auch in Mystery Dungeon natürlich eine Rolle. Aber ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Okay. Gehen wir mal runter. Was erwartet uns in der nächsten Ebene? Das ist jetzt die Frage. Was ist los, Planers? Muss ich jetzt die Leitung übernehmen? Oh, ob die uns wohl immer noch auf den Fersen sind? Das Beste wird wohl sein, wenn du vorausgehst, während ich dir von hinten Deckung gebe. Du machst das schon. Alles klar, Planers. Vielen, vielen Dank für deine treue Unterstützung. Und, Guys, wisst ihr was? Ich wollte den ersten Part und generell müssen wir dann den Part sowieso nicht allzu lange machen. Deswegen greife ich jetzt hier erstmal mit Aeros an, um dieses Pflegnoll aus dem Spiel zu nehmen. Rest in Peace, Pflegnoll. Und sehen wir, by the way, die Karte, diese türkisen Stellen, falls es türkis sein soll, verdeutlichen, by the way, dass es Wasser ist. Wasser-Pokémon können da drauflaufen, aber wirklich nur Wasser-Pokémon. Ja, da haben wir wieder gelesen, ein Tarnpignon. Das ist ein Tarnpignon, scheint hier irgendwo rumzugeistern. Da zum Beispiel. Und es greift jetzt Absorber an. Oh, das macht sogar guten Schaden, das Keck-Ding. Okay. Also wie gesagt, Partlänge von Mystery Dungeon Videos. Ich wollte die Mystery Dungeon Videos auf jeden Fall nicht so lang machen wie zum Beispiel Shiny Gold X. Ich glaube 20
Minuten, 25 Minuten, je nachdem, ist für Mystery Dungeon eigentlich schon ganz passend. Und man kann, oder man hat bei Mystery Dungeon immer diese praktische Schnellspeicherfunktion. Das heißt, wobei, gibt es die Schnellspeicherfunktion noch? Ich weiß gar nicht. Anscheinend nicht. Oder? Vergessen wir das. Aber ich habe ja immer die Möglichkeit, hier dann irgendwie einen Cut zu setzen. Oder sowas in der Art. So, da ist die Treppe. Und wir gehen noch nicht in die Treppe rein, Leute. Ich sage an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Das war Folge 1 von Mystery Dungeon. Heute haben wir eigentlich nicht so wirklich viel erreicht. Wir haben Bekanntschaft mit Planers gemacht. Wir wurden verfolgt von Megalons, die uns angegriffen haben. Und wir wissen jetzt Bescheid, was im Pokémon wir sind. Morgen geht es weiter mit Mystery Dungeon. Deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben ist gerne gesehen. Ne? Das würde mich freuen und supporten. Und ansonsten, keine Ahnung, lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, was ihr in eurem Spiel für ein Pokémon seid. Das interessiert mich jetzt. Und zwar beim ersten Versuch, ja? Aber meinetwegen auch beim zweiten Versuch. Aber was für ein Pokémon seid ihr und warum? Das würde mich jetzt echt interessieren. Leute, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, euer Regi.